Bitte, Sie müssen sofort den Raum verlassen. Ich bin Dr. Broder, Leiter der Infektionsabteilung der CDC. Und Sie tragen unzureichende Schutzkleidung. Das hat sich offenbar erledigt. Ausschlag in der Axilla bedeutet, es sind keine Pocken. Fehlalarm. Sorry. Hoffentlich war der Verkehr nicht allzu schlimm. Ein Ausschlag ist typisch für Pocken. Nicht, wenn er wie Pusteln auftritt. Sie reagiert vermutlich nur allergisch auf die Bettwäsche oder das Krankenhemd oder Sie haben es einfach nicht wahrgenommen. Wir fliegen Blut- und Gewebeproben nach Atlanta und haben die DNS-Ergebnisse dann in 18 Stunden. Bis dahin verlassen Sie bitte den Raum. Sie kommen per Flieger? Cool. Nachdem wir weg waren, stieg Julies Fieber auf 39,4. Sie hat keine Pocken, ist außer Lebensgefahr und nicht unsere Patientin. Brauchen Sie noch einen Grund, um das abzuhaken? Wann weiß man, dass nichts mehr zu machen ist? Wenn Chase gekommen ist. Ich war um 9 hier. Legen wir jetzt die Hände in den Schoß und warten, bis die uns sagen, dass es keine Pocken sind? Wir könnten natürlich auch versuchen herauszufinden, was wie Pocken aussieht, aber keine Pocken sind. Molluscum contagiosum. Zur Differenzierung müssen wir die Läsion vergleichen. Aber wir haben keinen Zugang zur Patientin oder neuen Informationen. Dafür haben wir Zugang zu den anderen Patienten, nämlich denen, die 1793 daran gestorben sind. Das Kapitänslogbuch der Sotus Oslason, das Maritime Museum von Bermuda, hat es uns freundlicherweise als PDF geschickt. Problem gelöst. Ich nehme an, wenigstens einer von Ihnen spricht Holländisch. Oh. In Holland ist es jetzt mitten in der Nacht. Da arbeitet keiner mehr. Oh, irgendwen findet man immer. Oh ja, mein Name ist Haytan Havasis. Bist du der heißeste amerikanische Mann? Ja, meine Mitarbeiter würden sagen, doch, ich würde sagen, ja, das bin ich. Mein Wunsch ist, dass Sie mir was übersetzen. Warum soll ich was übersetzen? Ich tue es OBO, ne? Mit Spielzeug. Sie soll nur was übersetzen, sonst nichts. Das kann sie so tun, wie sie sich am wohlsten fühlt. Wie immer du es willst. Gib die Kreditkarte ein. Wir haben eigene Übersetzer, die genauso Halten gut... Halten Sie die Klappe. Schätzchen, wie wäre es, wenn Sie unserer neuen Freundin das Logbuch mailen? Sicher doch. Heißester amerikanischer Mann. Also, am Morgen des 14. Juli ging ich an Bord der Sotus Oslason mit zwei Truhe und meiner Katze. Oh, der Captain hatte eine Katze. Ist sie nicht allerliebst? Gehen Sie gleich weiter zu der Stelle, wo die Leute krank werden. Hier. Der Passagier hatte Fieber, Schüttelfrost und rote Augen. Und afrikanische Mann hat in Hose gemacht. Und was war mit dem Captain und der Crew? Nichts. Hier steht nur afrikanische Mann krank. Es kann niemals Pocken sein. Erogene Übertragung bedeutet töten nach dem Prinzip der Gleichheit. Finden wir eine Krankheit, die diskriminiert. SZA. Die Krankheit diskriminierte vielleicht nicht nach Rasse, sondern nach Klasse. Vitamin-D-Mangel durch zu wenig Sonnenlicht schwächt das Immunsystem und machte die Sklaven anfälliger für Malaria und Denguefieber. Und wie kann man davon Pusteln bekommen? Der Captain und die Crew hatten sauberes Trinkwasser. Die Sklaven tranken, was sie finden konnten. Scrofula. So wurde die Halslymphknoten-Tuberkulose im 18. Jahrhundert genannt. Scrofulistisch. Im 18. Jahrhundert ein anderes Wort für lästig. Liegt sie falsch? Sie sind umsonst gestorben. Die Sklaven hätten ein erfülltes Leben bei meinen Vorfahren als Rasenmäher führen können. Foreman, kann ich Sie mal kurz draußen sprechen? Meningokokken. Wir halten den Armhöhlenausschlag für petechiale Hautblutungen in Kombination mit hohem Fieber, Erbrechen. Krämpfe oder Nackensteife sind nicht aufgetreten. Wenn wir Zugang zur Patientin hätten, könnten wir die Hautveränderungen untersuchen. Ich sehe mir das an. Ich kann ja einen Anzug tragen und auch sonst alle Vorsichtsmaßnahmen treffen. Sie kommen mit einer wenig überzeugenden Diagnose und ich biete Ihnen an, sie zu überprüfen, aber das genügt Ihnen offenbar nicht. Was läuft hier eigentlich wirklich? Sir, ist Ihnen nicht gut? Der Kopf tut nur weh. Liebling? Liebling! Oh mein Gott! Dad, du blutest! Kann uns mal jemand helfen, bitte? Kommen Sie hier rein, schnell! Das sind keine Meningokokken. Sie lasse ich da nicht rein. Julie hat nicht die Pocken. Habe ich eben geträumt, dass ich der Pockendiagnose am Ende zugestimmt habe? Wenn das, was ich für die Realität hielt, ein Traum war, muss umgekehrt. Oh mein Gott, ich hatte einen flotten Dreier mit Beyoncé und Lady Gaga.
Sie hat weder Pusteln an den Handflächen noch an den Fußsohlen. Da hat sie aber der Vater. Wie kann er die Pocken haben, sie aber nicht? Wenn ich so losrenne, sollten Sie mir folgen. Wir haben ihn infiziert. Wo ist Chase? Nur um das mal klarzustellen, wir sind keine WG. Na ja, dann. Wir haben ihn infiziert. Keine Pusteln an Julies Handflächen. Also? Also lautet Ihre Theorie, als ich ihm Blut abgenommen habe, injizierte ich ihm versehentlich den Pockenerreger? Genau. Obwohl es genau genommen das Vaccinia-Virus war, woraus die Pockenvakzine ja bestehen. Gleiche Symptome, aber nur halb so viel Kalorien und praktisch keine Letalität. Sie hören sich an wie einer dieser Impffanatiker. So schnell entwickelt sich durch die Vakzine keine Vollbildsymptomatik. Doch, bei Immunsuppression schon. Bin ich der Einzige, der sowas liest? Daddy hat Nierenkrebs. Das ist 6 Jahre her. Er ist seitdem in Remission. Er ist offenbar wieder da. Das hat sein Immunsystem zerschossen und die Anfälligkeit für das Vaccinia-Virus erhöht. Da hilft vielleicht Interferon. Wenn er auf die Therapie ansprechen sollte, ist das der Beweis, dass er keine Pocken hat. Was hat denn dann die Tochter? Mist. Ich hatte gehofft, dass Sie mich das nicht fragen. Können wir uns jetzt erstmal auf die Krankheit konzentrieren, die wir behandeln können? Was ist wahrscheinlicher, dass er einen Tag nach der Immunisierung die Pocken bekommen hat oder dass er am Impfstoff erkrankt ist? Können Sie nachweisen, dass der Krebs wieder da ist? Darf ich ihm das geben? Wenn sich sein Zustand bessert, haben Sie den Beweis. Ich ziehe auch einen Ihrer Raumanzüge an und werde ihn nicht auf die offenen Läsionen küssen. Sagt Ihnen der Name Janet Parker was? Sie arbeitete 1978 als Fotografin an der Universität Birmingham. Durch eine Schlamperei waren in einem Forschungslabor Pockenviren freigesetzt worden und wanderten durch die Klimaanlage in den Raum, in dem die Frau gearbeitet hat. Sie starb 4 Tage danach. Der letzte bekannte tödliche Pockenfall. Der Laborleiter, der dafür verantwortlich war, hat sich aus Schuldgefühl das Leben genommen. Damit sich das nicht wiederholt, werde ich niemanden zu ihm lassen. Hey! Da haben Sie Ihren Beweis. Der Urinbeutel ist voller Blut. Er ist niereninsuffizient. Das ist das letzte Stadium der Krankheit. Wäre die Niereninsuffizienz pockenbedingt, wäre das Blut braun. Es ist aber rot, weil der Nierenkrebs wieder da ist. Es ist keine Pockeninfektion. Ich werde Sie da nicht reinlassen. Sie vielleicht nicht, aber... Hey! Hey! Sind Sie verrückt? Ich habe recht! Das hoffe ich für Sie, denn jetzt, Dr. House, kann ich Sie nicht mehr rauslassen. Es kommt davon, wenn man keinen Respekt vor Autoritäten hat. Aber das hast du ja von niemandem. Findest du es nicht abartig, eine tödliche Bedrohung dazu zu benutzen, eine andere Debatte mit deinem Freund zu gewinnen? Du denkst, es geht um die andere Sache? Es klang jedenfalls verdächtig danach. Jetzt ist es mir egal, ob du mich belogen hast. Ich will nur, dass du lebst. Und wenn ich das tue, habe ich dann beide Debatten gewonnen? Zieh den Anzug an. Das ist nicht nötig, Mom. Deshalb sollte man dich nicht informieren und schon gar nicht Wilson. Dr. House? Es wird schlimmer, nicht? Das Zeug braucht etwas Zeit zum Wirken. Keine Angst. Sag Bruder, ich werde die O2-Zufuhr erhöhen und schick mein Team runter.